willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. In der letzten Folge habe ich ja hier einen kleinen Ausflug gewagt, und zwar ins Forstgebiet zu Herrn van der Linde. Und wir sehen, wir waren fleißig. Es ist mittlerweile wirklich dunkel geworden, aber wir waren fleißig. Der Truck ist beladen und mit dem geht's jetzt zurück aufs Grundstück. Und dann kommt der große Moment, in dem ich nicht nur die Papiere, die Dokumente bekomme für die neuen Grundstücke, die ich hier gekauft habe, sondern auch leider ziemlich viel Geld zahlen muss. Es sind auch noch ganz viele andere Dinge passiert, und jemand von euch hat geschrieben, 1,5 Millionen Euro auf dem Konto, aber zu geizig, sich einen Hochdruckreiniger zu kaufen. Das stimmt, da bin ich tatsächlich ein bisschen geizig, aber aus gutem Grund, weil wenn man Geld einmal ausgegeben hat, dann ist es weg. Und wir bekommen es ja von Herrn van der Linde gratis, wie ich eben erfahren habe in der letzten Folge. Herr van der Linde, wir sind fertig. Ja, wunderbar, wir waren richtig fleißig, schon spät in der Nacht. Da kann man sich auch mal selbst loben, da haben Sie recht. Ja. Vor allem bin ich erstaunt, Sie haben weder die Maschine zerstört, noch sich selbst verletzt oder mich verletzt. Das ist hervorragend für den ersten Tag. Hatten Sie schon andere Praktikanten, wo es passiert ist? Nein, Gott sei Dank noch nichts Schlimmes. Okay, das wäre auch wirklich, sonst hätten Sie mich vermutlich gar nicht mehr rangelassen. Gut, kann ich irgendwie helfen noch? Na, im Prinzip sind wir eigentlich hier fertig. Wir haben hier wunderbar aufgeladen, ich bin erstaunt, dass das so gut funktioniert hat heute. Was bringt eigentlich jetzt so eine Ladung hier? Was verdienen Sie damit? Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich nicht sehr viel, weil die Holzpreise aktuell sehr niedrig sind. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist schon einigermaßen viel. Nein. Vor ein paar Jahren war das noch besser, aber mittlerweile... Aber es ist trotzdem ein auskömmliches Geschäft. Ja, man kann davon leben. Also, es funktioniert. Für schicke Maschinen hat sie auf jeden Fall gereicht. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zu ihrem Hof. Sie hat mir ja angeboten, dass ich meinen Trecker nochmal waschen darf, ne? Das stimmt, ja. Das würde ich dann doch ganz gerne noch machen. Der sieht wirklich nämlich ziemlich schlimm aus. So, Mensch, ein bisschen unübersichtlich. Ich hatte ihr Gelände irgendwie kleiner in Erinnerung. Stimmt, da ist er. So, Sie haben hier irgendwo einen Hochdruckreiniger? Genau, der ist im Hof drinnen. Dann einfach wieder... Soll ich Ihnen einfach mal folgen? Ja, einfach folgen. So, das ist schon ein schmuckes Teil hier, dieser Güldner, also... Ja, ich finde den auch hübsch, aber der ist halt nicht so leistungsstark, ne? Das ist so ein bisschen problematisch. Also den kann man, der wird auch noch für Arbeiten verwendet, aber eigentlich wäre es mir lieber, wenn das sozusagen ein Liebhaberstück wäre, was nicht mehr so oft in Betrieb sein müsste. Ja, die Fronthydraulik lässt ein bisschen zum Wünschen übrig, ne? Da lässt alles zu wünschen übrig, wenn man sich den genauer... Nee. Das sind immer die Fahrzeuge, wo man sich denkt, ach, sieht ja hübsch aus, macht bestimmt Spaß zu fahren und so. Macht's auch alles. Aber damit dann täglich zu arbeiten, das ist doch eine Herausforderung als eine Bereicherung. Ja, aber Sie müssen sich überlegen, im Gegensatz zu den Leuten, die nur Pferd, Esel und alles so kannten und so einen Pflug ziehen musste, war das schon ein schmuckes Teil. Das stimmt, aber sollte man sich das als Vergleichs, als Maßstab nehmen? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Was werden wir in 5 oder 10 Jahren von den neuen Autos zum Beispiel denken und gucken uns die heutigen Autos an, ne? So, hier haben wir auch schon einen Hochdruckreiniger. So, herzlichen Dank. Den darf ich hier einfach rausnehmen und nutzen, ja, ne? Ja, bitte machen. Tun Sie sich keinen Zwang an. Klasse, herzlichen Dank. Ah, er strahlt da. Da wird der Herr Grünwald sicherlich Augen machen, mein Mitarbeiter. Aber haben Sie doch gar keinen Hochdruckreiniger? Nee, hab ich nicht. Na, das ist typisch, ne? Felder kaufen um 350.000 Euro, aber nicht Geld genug für einen Hochdruckreiniger. Ja. Ja, aber das ist vielleicht auch der Grund. Wenn ich Felder für 350.000 kaufe, dann habe ich noch 5.000 für einen Hochdruckreiniger. Das stimmt, das könnte sein. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Genau. Ich spüre wirklich in den Knochen, was ich hier getan habe auf ihrem Betrieb. Aber es war sehr lehrreich. Aber wir haben ja vereinbart, nach der Arbeit kommt, naja, eigentlich das Vergnügen. Für mich ist es jetzt nicht unbedingt nur ein Vergnügen, aber wir kommen zum geschäftlichen Teil. Ich habe Felder gekauft bei der Gemeinde und Sie haben die Dokumente. Genau, die Papiere sind jetzt fertig, und noch einmal als Zusammenfassung, damit hier dann nicht heißt, irgendwas stimmt nicht. Also Sie haben jetzt offiziell gekauft das Feld 62, 70, 12, 13 und die Nummer 8. Genau. Für einen Gesamtpreis von 350.000 Euro. Und da kann man wirklich nichts mehr machen. Nein, da kann man wirklich nichts mehr machen. Und Sie haben ja gerade erfahren, wie es um die Finanzen der Gemeinde steht, also da kann ich wirklich nichts mehr machen. Jeder Euro ist kostbar. Okay. Ja, dann sollen Sie das Geld haben. Ja. Nicht mal
Ein bisschen? Ein Tausender oder so? Nee, leider nicht. Aber ich lade sie mal zu einem Kaffee ein. Ja gut, dann kaufe ich's. Dann haben sie mich. Wunderbar. An der Stelle haben sie mich. So, okay, dann muss einfach ich mal kurz gucken. Einfach an das Dorfmüllenkreis überweisen. Wem soll ich das überweisen? An das Dorf am Mühlenkreis. Okay, und 350.000. Genau. Okay, die sind jetzt überwiesen. Das heißt, Sie können mir jetzt die Dokumente geben. Bitte und dann sehr. Werde ich die Felder in Zukunft bewirtschaften. Passen Sie gut drauf auf, weil wir konnten die nicht so oft kopieren. Wenn die weg sind, sind sie vielleicht weg. Das wäre nicht gut. Okay, ja, ich hoffe, dass es nicht zu einem Sturm kommt hier. Es ist ein bisschen wölkig, weil das wäre hier, naja, schwierig bei dem Modell. Und jetzt nicht beim Güldner verlieren, ne? Der hat ja nicht so hinten Scheiben oder so drinnen, nicht, dass der Wind die jetzt gleich... Genau, das meinte ich. Gut, ich danke Ihnen für das lehrreiche Praktikum sozusagen hier auf Ihrem Betriebsgelände. Wir werden sicherlich noch in Zukunft zusammenarbeiten. Ich muss mir das Gelände jetzt mal anschauen, was ich gekauft habe. Vielleicht sind da noch ein paar Bäume zu entfernen und so. Da würde ich Sie dann nochmal anrufen. Aber ich würde sagen, wir verbleiben erstmal so. Ich danke Ihnen fürs Geschäft. Hätte mich natürlich gefreut, wenn es noch ein bisschen günstiger gewesen wäre. Und werde mich jetzt auf den Bock setzen und dann zurück zum Hof fahren. Aber wissen Sie was, weil Sie so fleißig heute waren, ich werde jetzt da noch schnell zum Sägewerk fahren, die sind bis 21 Uhr da und werde Ihnen 10% vom Verkaufserlös, was wir heute gemacht haben, dann auf Ihr Konto überweisen. Oh, das ist ja nett. Für das, dass Sie so fleißig mitgeholfen haben, haben wir ja doch den ganzen Tag jetzt hier verbracht fast und konnten am eigenen Hof. Dann kann ich vielleicht sogar so einen Hochdruckreiniger kaufen. Genau, das ist ja nett, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Naja, wenn Sie schon den ganzen Tag fleißig mitarbeiten, war ja doch anstrengend am eigenen Hof. Ja, das war ja vor allen Dingen für mich lehrreich. Ja, wunderbar. Dann hoffen wir. Gut, aber ich muss los. Ich muss, glaube ich, auf dem Hof nochmal gucken, was da so los ist. Es ist jetzt doch viel Zeit vergangen. Jo, bis dann. Tschüss. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir hier mal die Scheibe zu, weil das wird mir jetzt doch ein bisschen zu zügig und zu frisch. Und dann muss ich mal hier das Ganze anmachen, weil es ist wirklich schwierig hier zu sehen, wo man hier langfahren kann. Dann muss ich noch mal kurz auf die Karte schauen. Ich muss hier rechts fahren, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und dann sollte ich wieder auf dem richtigen Weg in Richtung Hof sein. Gut, ich würde sagen, da fahren wir mal hin. Man darf hier nicht zu schnell... Man sieht ja wirklich überhaupt nichts. Das ist ja stockduster hier. Wahnsinn. Gut, dann ich fahre mal nicht zu schnell, aber wir sehen uns gleich wieder, wenn ich am Hof bin. Ah, Herr Grünwald. Herr Meier, guten Abend. Oh, ich sehe gerade, wir müssen wirklich hier mal Lampen installieren, ne? Ja. Das ist ja hier an der Halle stockduster. Sorry, dass es bei mir ein bisschen länger gedauert hat, dass ich jetzt erst so spät zurückkehre, aber ich freue mich, dass Sie noch da sind. Haben Sie noch auf dem Feld weitergearbeitet? Es ist fertig gedüngt soweit und Maschinen sind wieder weggeräumt. Alles klar. Super. Dann könnten wir jetzt bald, also ich würde sagen, morgen werden wir uns mal anschauen, welche Flächen ich jetzt gekauft habe. Ich habe jetzt alles unterzeichnet, alles bezahlt, ist alles ready. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, sagt auch mein Konto. der Dispo wird bald auch ausgeschöpft. Aber das ist jetzt auf jeden Fall erstmal so fertiggestellt. Wir müssen uns allerdings jetzt noch weiteres Equipment für die Wiese kaufen bald in Zukunft. Da muss ich mal mit Herrn Peters noch reden. Ja. Und ansonsten haben wir halt jetzt echt viel Feldfläche. Und da müssen wir mal überlegen, ob wir das beide zusammen stemmen können. Oder ob wir entweder noch jemanden einstellen oder eben das LU jetzt immer mal wieder engagieren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das müssen wir jetzt mal herausfinden. Würde allerdings vorschlagen... das werden wir alles am nächsten Tag in Angriff nehmen und ich würde jetzt gerne noch bei den Hühnern die Eier einladen. Genau, einladen, um die dann morgen mal zum Händler zu bringen. Ja, hätten Sie dazu noch Zeit? Ich meine, es ist schon spät, ne? Ja, das dauert ja nicht lange. Das machen wir doch eben zusammen. Alles in Ordnung.
Hervorragend. Sie sind der Mitarbeiter des Monats. Meinen Sie, wir kriegen das da rein gehoben? Ja, das wird wohl klappen. Ja, glauben Sie? Ja, hoffe ich. Ich hoffe es auch. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Normalerweise haben wir es ja immer mit dem Pickup gemacht. Ja. Vorsicht, noch ein Stück. Noch kleines ein Stück? Stückchen noch. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gut, jetzt. Bitte schön. Alles klar, danke Ihnen. So, dann fahren wir schnell rüber. Und werden dann schnell noch die Eierkartons aufladen. Und dann haben wir, glaube ich, auch echt einen guten Job gemacht. Dann haben wir uns unseren Feierabend redlich verdient. Und ich habe sogar noch ein bisschen Geld verdient, dadurch, dass Herr van der Linde mich ja an dem Gewinn beteiligt, was ich wirklich sehr, sehr nett finde. So, okay. Dann lasse ich die Karre mal hier stehen und dann versuchen wir es mal reinzuwerfen. Ja, ja. Ich hoffe, da geht nichts kaputt. Meinst du, das kriegen wir hin? Ja, ich glaube, der erste Karton liegt drin. Passt. Okay. Ah, es ist aber gerade so die Höhe, die man noch erreicht, ne? Ohne es jetzt zu werfen. Gerade so. So bleiben noch die Eier wenigstens heile. Okay, die letzten zwei Pakete. Dann sind wir fertig. Und dann ist das schon für den nächsten Tag bereitgestellt. Ich glaube, ich werde den mal hier irgendwie, dass da nichts drauf kommt, werde ich den mal irgendwie den Wagen hier in dieser Scheune hier unterbringen. Aber wir sehen, oder Herr Grünwald, wollen Sie das machen? Ich kann Sie auch einweisen. Sind Sie Deichsel-König? Nein. Okay, ich auch nicht. aber wir sehen, das ist wirklich pickepacke voll hier, der Hänger. Und ja, wenn Sie wollen, können Sie fahren oder ich kann auch fahren, mir egal. Machen Sie das mal ruhig. Okay. Ah ja, das gibt man gerne ab. So, okay, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, das Ganze hier, da muss man nicht rückwärts fahren, hier reinzusetzen. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier bis morgen früh drin und dann wird das Ganze hier verkauft bei Herrn Töpfer. Ich hoffe, dass er da ist, müssen wir dann vorher mal anrufen. Dann müssen wir die Felder bald vermutlich wieder düngen. Wir müssen noch ganz, ganz viele andere Dinge machen und wir müssen uns die neu gekauften Felder mal anschauen. Das heißt, eine ganze Menge zu tun. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch nächstes Mal wieder rein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr irgendwelche Ideen, Wünsche oder Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's für diese Farmertown-Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!